fantastic. Hallo und willkommen. Immer noch ein bisschen heiser, aber trotzdem willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Frieden. Heute mal das Duell. Was passiert? Die Frage, was passiert im Clankrieg, wenn ein Maxed Rathaus Elver, nein, nicht ganz, bis auf den Warden. Der Warden von ihm ist nicht Maxed. Was passiert, wenn ein Maxed Rathaus Elver es aufnimmt mit unserem von der Dev her Maxed Rathaus 10er mit FC Bayern? Das werden wir jetzt gleich erfahren. Oh, meine Stimme. Also müssen wir, ist mal ein bisschen was anderes, ne? Als würdet ihr jemand anderem zuhören. Ihr könnt jetzt natürlich auch mal eure Tipps überlegen, was denn hier passiert, wenn es denn zum Duell kommt zwischen diesen beiden Level 34 und 35. Ich habe lange die Base von FC Bayern nicht mehr angeguckt und muss sagen, er ist doch schon ganz schön weit gekommen. Aber wir gucken mal, ja, was jetzt passiert. Ist es ein faires Duell? Ist es ein unfaires Duell? Das werden wir jetzt natürlich noch erfahren. Oh, Golems. Das könnte sogar ein richtig gutes Beispiel sein, wie man so eine Square Base eventuell komplett zerstört? Fragezeichen. Oh, ganz viele Hexen setzt er hinterher. Ganz viele Hexen. Was passiert jetzt? Warden hinterher. König ist schon hinterher. Sprungzauber. Auf der anderen Seite aufgesprengt. Er hat noch einen Sprungzauber für die Mitte übrig. Was macht er jetzt? Oh, meine Stimme. Hoffentlich reicht's hier noch für diesen epischen Kampf. Die Königin ist jetzt auch hinterher. Reihenfolge. Golems. Magier. Hexen. König. Warden. Queen. Und jetzt ist er in der Mitte. Und jetzt ist der... Ah, okay, da haben wir es jetzt gesehen. Er freest jetzt den Single Inferno. Der Single Inferno, der darf jetzt nicht auf seinen König draufschießen. Das ist ganz schlecht. Und er hat einen Drachen drin. Der FC Bayern hat einen Drachen drin. Jetzt ist der Multi-Inferno noch am Leben. Aber was macht er jetzt? Er freest den Single Inferno, um zu vermeiden, dass er auf den König schießt. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Die Königin müsste jetzt rein theoretisch erst auf den Multi-Inferno gehen und dann auf den Drachen. Es geht weiter. Ja. Inferno down, aber sowas von. Instant down. Rathaus. Instant down. Drache, instant down. Alter Schwede, ey. Alter Schwede. Oh, und jetzt, der König ist im Radius des... Alter, das war Luck. Das war Luck, ohne Scheiß. Habt das gesehen? Gerade der Inferno war... Der wird ja stärker mit der Zeit. Und gerade als er Maximum wurde, war er dann noch ganz knapp kaputt gegangen durch den König, weil der König, ohne Scheiß, der Max-König ist so eine Hure. Also eine Trefferpunkt-Hure ohne Witz, ey. Der hat so viel Trefferpunkte, das ist echt abartig. Das ist echt abartig. Und jetzt, Alter, das ist unglaublich. Der Gegner, ich hatte es mir schon gedacht. Wir haben jetzt, glaube ich, 6 oder 7 Siege am Stück. Aber dieser Gegner ist echt eine Herausforderung sondergleichens. Und ihr könnt euch ja noch erinnern, im letzten Clankrieg. Wie war es im letzten Clankrieg ausgegangen? Ich habe 3 Sterne kassiert. Und ich habe Angst. Ich habe Angst, dass es wieder so passiert. Und die Königin, er hat sie noch nicht mal gezündet und sie ist noch bei vollem Leben. Sie ist noch bei vollem Leben. Es ist einfach so abartig. Oh, er hat eine Deutschlandflagge. Es ist aber kein deutscher Clan. Es ist ein, ich glaube, also in der Beschreibung steht, glaube ich, international. Ich tippe mal, es ist ein in den USA ansässiger Clan. Und wir gucken mal auf das Ergebnis bisher. Ich habe noch beide Angriffe übrig. Ich habe meine Helden noch nicht fertig. 24 zu 38. Eieiei, Greli 3 Sterne kassiert, Florian 2. Hey, unten geht's ja sogar noch halbwegs. Hey, wie viele Leute haben wir denn? 20 Leute? Respekt. Wir haben sogar 20 Leute im Clankrieg. Was ist hier? Oh, die Nummer 3 hat ein bisschen gefailt hier. Also bedeutet, wie wird's jetzt weitergehen? Der erste von denen wird mich angreifen. Ich habe eine neue Base. Zum Glück sieht man jetzt hier nicht, weil ich in der Clanburg habe, falls ich glaube nicht, dass der Gegner zuguckt. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, dass der Gegner jetzt hier meine Videos guckt. Ich habe eine neue Base mal gebaut von einem der Top-Spieler mal wieder. Wir werden sehen. Wir werden sehen, was da so passiert. Die Clanburg ist vielleicht, ja, was heißt leicht lockbar, aber ich habe da natürlich vorgesorgt, dass man sie vielleicht so leicht auch nicht locken kann, aber wir werden sehen. Wir werden auf jeden Fall sehen. Ich habe mir diese Base von einem Top-Spieler geholt und ich bin sehr gespannt, ob sie halten wird oder nicht. Das werden wir... Ich kann das nie einschätzen. Ich kann das echt nie einschätzen, ob die halten wird oder nicht. Ohne Witz. Aber ich habe noch einen coolen Angriff für euch auf jeden Fall vorbereitet. Den gucken wir jetzt. So, hier sehen wir nämlich jetzt auch, wie es gehen kann. Vielleicht, wenn man das gescheit macht mit Gohawk. Gohawk mit einem Level... Oh, mit einem Level 4 Golem. Und das ist natürlich schon Jackpot an der Stelle, dass man genau weiß, da ist eine Riesenbombe. Das heißt, er hat eine Riesenbombe schon mal weg. So. Es sind noch ein paar Spots da. Es sind noch ein paar Spots da für mögliche Riesenbomben. König, Königin. Ey, wieso nicht einen er setzt die beiden Golems dorthin. Schlau. Jetzt muss er gleich den Sprungzauber natürlich setzen. Bevor es zu spät ist. Eigentlich jetzt schon. Ja, jetzt so gerade eben noch die Kurve gekriegt. So, Sprungzauber.
Jetzt hüpfen sie in die Mitte rein. Die Magier müssen sich natürlich jetzt zusammen mit der Königin um die Clan-Truppen kümmern. Los, helft, helft mit, kümmert euch um die Clan-Truppen. Clan-Truppen gleich da, aber ey, das war echt... Um da mal eben auf das zurückzukommen, es ist echt... Also, boah, das war schon ein unfaires Duell, oder? Obwohl eigentlich die Death von FC Bayern maxed war, es war echt keine Chance. Keine Chance. Ey, ohne Scheiß. Es ist unglaublich. Unglaublich. So, jetzt kommen schon mal die ersten Schweinchen. Ein bisschen versetzt. Ja, er hat da vielleicht auch eine Riesenbombe vermutet. Da könnte natürlich jetzt auch eine sein. Normale Doppelbomben, aber keine Riesenbombe. Mal gucken, was er jetzt noch macht. Die Königin lebt. Ja, die Königin lebt immer noch. Da ist ein Tesla und keine Bombe. Er setzt ihn ein bisschen punktuell, was man dann hier natürlich auch verstehen kann. Weil er doch relativ... Da ist jetzt eine... Da hat er Glück gehabt, dass sie nicht gleichzeitig ausgelöst haben, sondern erst die eine, dann die andere. Dass die Schweinchen sich ein bisschen Zeit gelassen haben. Jetzt kann er nämlich noch schön den Heilzauber da in die Mitte setzen und dann... Ja, wenn denn das auch im Grunde... Sieht es gut aus für 3 Sterne. Aber wenn jetzt nicht mehr ganz so viele Schweinchen übrig sind. Aber gerade noch recht... Ja, gerade noch genug. Gerade noch genug, um die ganzen Defensivstrukturen zu erledigen. Und ich muss unbedingt mal gucken. Also ich will auf jeden Fall die 1 angreifen. Ich habe mir aber auch überlegt, die 3 anzugreifen. Weil die Base eigentlich prädestiniert ist für Mass Witches. Das muss ich aber dann mal gucken. Gleich mal erstmal mache ich mir jetzt erstmal einen Tee. Das ist Punkt Nummer 1. Und dann werden wir mal weitersehen, wie es denn da noch so weitergeht. Wir haben natürlich jetzt auch noch... Matthias und ich in weiser Voraussicht haben wir jetzt schon mal Samstag einiges aufgenommen. Also da, vor allem Clash Royale, kommen noch echt coole Projekte. Und noch ein neues Projekt, was heute startet um 16 Uhr. Da müsst ihr unbedingt mal reinschauen. Also kann ich nur wirklich nur mal wiederholen. Heute 16 Uhr startet ein neues Projekt, was wir für euch machen. Und ja, wenn ihr da Bock drauf habt und wenn ihr da mitmachen wollt, das ist nämlich ein Projekt, wo ihr mitmachen könnt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da mal reinschaltet. Also 16 Uhr heute. Das haben wir nämlich schon mal aufgenommen, ein paar Folgen, um mal zu gucken, wie es denn bei euch ankommt, ob es gut bei euch ankommt, ob ihr da Bock drauf habt und so weiter. Ist, glaube ich, eine Sache, wo viele von euch Lust drauf haben und wir dann, ja, denke ich mal, auch Lust drauf haben, das mit euch zusammen zu machen. Was wir schon mal, das hatten wir schon mal. Das hatten wir sogar schon 2-mal, diese Art von Projekt. Ich will jetzt aber nicht vorweggreifen. Wie gesagt, 16 Uhr, einfach mal reinschalten. Kostet ja nichts und... Wir suchen jetzt mal eben, ich suche jetzt mal eben Gegner raus. Würde sagen, wir machen einen Cut. Gucken uns dann gleich natürlich auch meine Gegner noch im Clan-Uhr an. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal einfach ganz schnell, easy peasy, mal eben das dunkle Elixier mit, was er hier drin hat. Und ja, ansonsten, warte mal eben gucken. Er hat die Luftabwehr, Hä? Was? Wo ist... Bin ich blind? Ach, da ist eine. Da ist eine Luftabwehr, der... Hat der sonst keine Luftabwehr, der Dödel? Was ist da denn los? Warum hat er keine Luftabwehr? Na egal, wir nehmen jetzt hier mal eben das mit. Oh, er hat Clan-Truppen. Eine Clan-Truppe hat er. Eine Clan-Truppe hat er, wie süß. Na, reicht trotzdem. Reicht trotzdem, jetzt nehmen wir den mal eben noch mit. Ja, die Clan-Truppe hat es dann natürlich nicht lange ausgehalten. Oh nein. Noch eine Luftbombe. Nicht ganz gereicht. Hat er doch hundertprozentig, hat er doch dann irgendwie eine... Hundertprozentig hat er einen Tellereisner drin, oder? Ach, der hat einen Heiler in der Clanburg. Oh mein Gott. Deswegen wurden die auch nicht ausgelöst. Jetzt verstehe ich es. Jetzt verstehe ich es. Na gut. Mal eben überlegen, wie wir jetzt am geschicktesten vorgehen. Okay, der Bohrer hier ist, ja, ganz gut gefüllt. Der ist nicht so gut gefüllt. Jetzt heilt der... Oh Gott, was ein Trottel. Ah, hier ist die ganze Luftabwehr. Na, dann würde ich sagen, ich nehme mir sofort mal die beiden Sterne mit. Oder? Wir nehmen mal 2 Sterne mit für den Bonus. Ja, jetzt kommen da natürlich an der Seite kommen jetzt natürlich die Clan-Truppen raus. Ist mir jetzt aber auch egal. Wir machen jetzt erstmal den König kaputt. Oh, der hat sogar Tesla da stehen. Ja, ganz, das ist ja ein ganz schlauer Kollege. Das ist ja ein ganz schlauer Kollege, aber das wird ihm jetzt natürlich nichts nützen. Ja, wobei 2 Sterne kriegen wir auch nicht hin. Ja, das wäre so ein... Das wäre so ein Angriff, wo man sich dann wieder fragt, wie geht man jetzt am geschicktesten vor? Laufen sie da durch? Ah, wir nehmen jetzt erstmal das Dunkle mit. Nein! Schnell, nehmt das Dunkle mit! Was haben wir jetzt noch übrig? 500? Ah, lebt keiner mehr. Wo ist denn noch was? Okay, 400 sind noch übrig. Wo sind die restlichen 400? Jetzt geht es... Oh, sind die im Rathaus? Sind die im Rathaus? Muss ich jetzt tatsächlich noch was aufwenden? 20%? Kriegen wir nicht noch ein bisschen was weg hier? Zack, zack. Ein paar, vielleicht kriege ich... Das ist halt der Königin, ey. Ich geh kaputt, ey. Was ist das denn für eine Base?
Den kriegen wir auch. Ich habe leider keinen Ballon mehr. Jetzt muss ich echt mal gucken, dass ich jetzt hier mal ein bisschen geschickt vorgehe. Das ist natürlich bei mir eher ein Fremdwort in meinem Wortschatz geschickt. Kennen wir natürlich so nicht so oft. Okay, die Kanone müsste jetzt gleich down sein. Ja, ich spekuliere ja darauf, irgendwie ganz leicht noch hier die 50% mitzunehmen. Ob das dann gelingt oder nicht, das werden wir natürlich noch sehen. Aber hier sind ja echt einige tote Gebäude. Beziehungsweise die Gebäude können wir so noch mitnehmen. Ja, den kriegen wir auch noch. Kriegen wir auch noch. 34%, aber jetzt haben wir auch gleich keine Zeit mehr, ne? Uiuiui, jetzt haben wir gleich keine Zeit mehr. Jetzt möchte ich auch den König nochmal holen, oder? Ne, wir nehmen ihn hier. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2, 1-2. Und dann mal gucken. Alter, das wäre so ein mega halbgarer Angriff. Aber ich möchte den Stern natürlich auch noch gerne haben. Für meinen Bonus. Ah, komm, nehmen wir noch die Goblins. Oh, 25 Sekunden. Jetzt wird es sogar noch knapp. 25 Sekunden, 20 Sekunden. Oh, jetzt wird's ein Geduldsspiel. Jetzt muss ich echt den König... Oh, jetzt wird's mir aber zu haarig, ey. Jetzt wird's mir zu haarig. Jetzt muss ich doch mal ein bisschen noch hier ranklotzen. Komm. 45%. Oh, oh. Ach, verdammt. Nein. Schnell. Nein. Oh, gerade so. Gerade ebenso. Na gut, für 2000 Dunkles, naja. Na, wir haben ja immer noch ein paar Truppen gespart und die Zauber gespart. Aber trotzdem, war ein schlechter Angriff. Okay, weiter. Lad. Okay. Nein, ja, ich weiß, jemand hatte mir das unter das Video geschrieben, wie man das umgehen kann. Ich habe da noch nicht drauf geguckt. Und ich weiß auch noch gar nicht, ob er mir überhaupt schon geantwortet hat. Aber wir wollen natürlich noch eben schauen. Ich habe nämlich noch gesehen, dass der Greli gerade noch angegriffen hatte. Und ich will jetzt eigentlich auch gar keine weiteren Truppen mehr. Ja, brauche ich denn noch Truppen? Rein theoretisch müsste ich jetzt einmal noch farmen, die Farmtruppen einmal wegmachen und dann quasi den richtigen Angriff machen im Clankrieg. Das ist eigentlich das Sinnvollste. Warte mal. Wobei, ich habe 6. Ich hab 6 Erdbeben, da brauche ich das nicht zu machen. So, 42. Hier noch ein paar. Und hier noch ein paar. Und hier noch ein paar. Und dann... So, genau. 240. So, wunderbar. Jetzt gucken wir mal auf den Angriff von Greli. Ich werde es jetzt auch nicht schneiden. Wo ist er denn gewesen? Auf die 8. Oh, Greli. Was hast du gemacht? 2 Sterne von Greli. Jetzt wird's natürlich eng. Ah, ein Queen Walk. Der Greli versucht einen Queen Walk. Aber gucken, woran es gescheitert ist dann im Endeffekt, dass keine 3 wurden. Ich bin mal gespannt. Oh, ich war jetzt schon wieder so nervös von meinem Angriff auf die 1 und auf die 3. Mal gucken, vielleicht greife ich auch erst die 3 an. Mal gucken. Ja, aber es ist echt schon übel natürlich, ne? 3 Sterne von der 1 gegen unsere 2, auch wenn es ein 10er ist. Es ist echt übel. Es hat auf jeden Fall schon eine Riesenbombe ausgelöst. Das Rados ist gleich schon down. Ey, der hat alle Riesenbomben ausgelöst. Ich meine, wo ist es denn dann gescheitert? Der hat alle Riesenbomben weggemacht. Gibt's doch gar nicht. Ist ja überhaupt noch eine... Okay, eine Sprungfalle, aber ansonsten... Die Königin lebt auch immer noch. Es könnte vielleicht höchstens an der Zeit liegen. Das kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht allerhöchstens an der Zeit gemangelt hat. Sie müsste ja gleich eigentlich noch einen halten. Nein, Greli. Och, da hat's gescheitert. Ja. Da hat er den Heilzauber mal ein bisschen in die Karpaten gepflanzt. Naja, gut. Jetzt hat die Königin auch keinen Heiler mehr und dann... Na gut. So wird ein Schuh raus. Das ist, ja, ärgerlich. Aber na gut, was will man machen? Wir sind ein Team, wir verlieren als Team, wir gewinnen als Team. So ist das nun mal. Und ja, jetzt ist der Rest, der noch da down geht. 70% von Greli. Mal gucken, was er dazu sagt. Da bin ich mal ganz gespannt. Komm. Lad. Der ist immer so lange in Wolken aktuell bei mir hier. Oh, nicht mein CW so dumme Fehler gemacht. Das war einfach dumm. Das war einfach nur unüberlegt. Soll ich ihn mal ärgern? Was war das denn? Ich kann ja kein Ü schreiben. Für einen Heilzauber. Da, mal gucken, ob er da noch was drauf antwortet. Aber ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Episode. Wir sehen uns natürlich wieder noch heute. Und 16 Uhr nicht vergessen, neues Projekt. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Bis demnächst. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Gratis Juwelen in der Beschreibung. Tschüss.